OpenSUSE ist in der Version 11 angelangt. Der Installer wurde optisch aufgemotzt und ist vor allem schneller als in früheren Distributionen. Bei der Desktop-Oberflächenwahl stehen dem Anwender mehrere zur Auswahl. Golem.de-Redakteur Julius Stiebert hat sie sich genau angesehen. Bei OpenSUSE 11 sind verschiedene Oberflächen dabei. Die Installation bietet einem drei direkt zur Auswahl an. Das ist GNOME und das ist KDE in den Versionen 3.5 und 4.0. Ob man GNOME oder KDE nimmt, ist eine Geschmackssache. Aber das aktuellste von den dreien ist momentan einfach KDE 4.0. Das bietet verschiedene Funktionen, die man in den anderen beiden nachinstallieren müsste oder gar nicht haben kann. Zum Beispiel kann man bei KDE 4.0 Widgets auf den Desktop platzieren und die auch hin und her drehen. Die Startmenüs wurden sowohl unter KDE als auch unter GNOME ausgetauscht von den OpenSUSE-Entwicklern. Das GNOME-Startmenü macht dabei nicht so einen guten Eindruck, das wirkt eher unübersichtlich, da es einem nur ein paar Programme direkt zeigt und die letzten beiden ausgeführten Programme. Für den Rest muss man eine extra Übersicht öffnen, die ähnelt der Windows-Systemsteuerung. Unter KDE hingegen navigiert man nach Themengebieten, also beispielsweise Internet, dann direkt zu dem E-Mail-Programm. Das macht einen übersichtlicheren Eindruck. OpenSUSE 11 hat schwergewichtige Software mit an Bord. Firefox 3 ist in der Beta 5 enthalten, OpenOffice in der Version 2.4. Und für Audioliebhaber hat das OpenSUSE-Team die neue Software Banshee integriert. Banshee 1.0 ist erst vor ein paar Tagen erschienen. Das ist ein Media Player, der sich offensichtlich an iTunes orientiert. MP3s abspielen kann Banshee direkt, MP3s kodieren aber nicht. Das sind patentrechtliche Gründe, weshalb kein Encoder mitgeliefert ist. Den müsste man sich nachinstallieren. Man kann aber das freie Format OGG verwenden, das funktioniert direkt und dann muss man nur eine CD einlegen und die entsprechende Schaltfläche anwählen. Bei allem Lob bleiben aber ein paar Kritikpunkte an OpenSUSE 11. Was muss noch verbessert werden? Die Systemverwaltung Yast ist ein Kritikpunkt. Auf der einen Seite ist es für Einsteiger sehr nützlich, da sich sehr viel grafisch erledigen lässt. Auf der anderen Seite ist es aber teilweise zu unübersichtlich gestaltet. Wenn man sich beispielsweise VLC installieren möchte, dann muss man über ein extra Modul die entsprechende Softwarequelle erst auswählen, kann dann aber nicht über dieses Modul die Software auch installieren, sondern muss dafür erst wieder in ein anderes Modul wechseln. Ein anderer Kritikpunkt ist KDE 4.0. Das ist von KDE Projekt auch eigentlich nur für Entwickler gedacht. Und das merkt man an einigen Stellen doch noch. Und deshalb sollte man, wenn man KDE benutzen möchte, lieber KDE 3.5 benutzen, obwohl die OpenSUSE-Entwickler einige fehlerhafte Funktionen aus KDE 4.0 schon entfernt haben. Ein Beispiel dafür ist die nicht funktionierende Zoom-Funktion für den Desktop.